Hallihallo, es hat gerade ganz kurz geladen. Ich habe gehofft, der Ladebildschirm wäre länger. Wir sind wieder zurück bei dem Spiel der Spiele bei Rescue 2. So, wir haben eine Tutorial-Mission, die habe ich das letzte Mal noch nicht gemacht, damit wir sie jetzt machen können. Total logisch. Ist es auch. Okay, gut. In diesem Training erfährst du etwas zum Untersuchen, Öffnen und Aufbrechen von Türen für einen schnelleren Zugang zu Gefahrenzonen. Zudem umfasst das Training eine Einführung in das Löschen von Feuern in der Nähe von elektrischen Gefahrenquellen. Ich dachte, die muss man nur ausschalten. Okay, gleich sind wir alle wieder ein wenig schlauer, wenn es wieder heißt. Ja, was ist denn diese Tür? Das ist ein Feuer, wenn man die Tür untersuchen. Gut, es ist auch mal ein Feuer. Understood. Gut. Wow. Die Tür ist fest verschlossen, muss deshalb aufgebrochen werden. Durch die Wiederholung. Ja, genau. Ja, Mann! Hau mit deiner Axt gegen eine Stahltür! Du bist voll der Bringer! So, lösche alle Brände. Die Verwendung eines Löschmittels auf Wasserbasis ist beim Elektroband nicht ratsam. Bereite in diesem Fall keine Schläuche vor, sondern hole deinen tragbaren Feuerlöscher zum Feuerwehrfahrzeug und lösche damit den Brand. Affirmative. Dann werden wir das mal tun. Understood. Affirmative. Oh, ist der Fernseher, der brennt. Türöffnungs... Achso! Wir sind schon fertig. Nebenan war einfach kein Brand. Gut, jetzt gibt uns was mit Türen öffnen. Oder auch nicht. Dann betreten wir doch mal unsere Wache. Ach, da haben wir doch schon alles. Und nicht viel mehr Geld. Und ein Einsatz. In einer Wohngegend wurde Rauch gesichtet. Begib dich zum Haus, wenn du sagst, bevor das Haus niederbrennt. Hat den Hausbesitzer um dich und rette ihn. Dann retten wir ihn mal. Das ist schon Mission 8, die wir hier machen. So, ist eine Mission der Hauptgeschichte. Kleines Löschfahrzeug heißt KLF. RTW heißt Rettungswagen. Also Rettungswagen. Rettungswagen. So. Unit reporting in. Okay, du, öffne die Tür. Öffne die Tür. Nein, du da. Ja, genau du. Geh und stapp dir einen Feuerlöscher. Du da. Stapp dir nochmal die Tür. Steig schon mal aus. Und stapp dir ein Ersthilfeset. Yes. Du da,
schnappst du auch jetzt einen tragbaren Feuerlöscher. Dann leg jetzt alles ab. Fahrzeug ablegen. Ihr könnt abhauen. Und er kann hier das Opfer in den Rettungswagen bringen. Ja, so macht man das. Und lalülala, wir fahren ins Krankenhaus und wieder wunderbar. Tja. Dann sollten wir jetzt gleich fertig sein, ne? Aber doch gut gemacht. Top, 3 Minuten, ging doch. So, selbst muss verallen von Abbrandmeister Kopernitsch wurde die Fahrzeugbeschränkung deiner Wache durch den Stadtrat aufgehoben. Du kannst nun Drehleiterfahrzeuge kaufen, das ist besonders bei hochgelegenen Orten eine wahre Bereicherung. Sieh das Tutorial an, um mehr über diese Fahrzeuge zu erfahren. Die Lokalnachrichten haben mal wieder bei uns berichtet. Und wieso? Weil wir geil sind, weil wir verdammt coole Leute sind. So, komm, wir entsenden. Genau. Wir entsenden uns mal. Der RTW ist mal wieder schneller. Oh, guck mal, hier unten ist auch ein Fußballstadion. Jetzt haben wir noch ein Atomkraftwerk. Ah, das ist gar nicht Belvizia, das ist Springfield. Na. So, dann wollen wir doch mal gucken. Boah, wir haben richtig Flocken hier bekommen. Guck mal, 8000 Ansehen in der Stadt. Anzahl an aktiven Ereignissen kriegen wir alles hin. So. Na, mal gucken, wer sich hier wieder verbrannt hat. So. Mission starten. Patienten müssen zuerst mit einem Erste-Hilfe-Set stabilisiert werden. Oh. Na. Stecken wir alle aus. So. Ach Quatsch hier. Nee. Affirmative. Hey, come on, Akin. Affirmative. So. Auch nicht benutzen hier. Zack. Understood. Jetzt kannst du hier in aller Ruhe aussteigen. So. Benutz ein Erste-Hilfe-Set. Wieder.
und erhalten neuen Feuerlöscher. Tun genau das gleiche, holt ihr auch einen Feuerlöscher. Wie Mission? Hey, hallo Leute! Ach ja, meine Güte, ist ein Kollateralschaden, weißt du? Man kann sich aber auch aufregen. Da sind wieder einen Typen getötet. So, in diesem Training wird dir beigebracht, wie du das Drehleiterfahrzeug bedienst und erfolgreiche Rettungsaktionen luftiger Höhe ausführst. Unsere letzte Mission war ja auch so erfolgreich. Klicke im Menü das Drehleiterfahrzeug, das linke Ding an. Wähle das hochgelegene Ziel aus. Okay. Wähle einen Feuerwehrmann aus. Ach, das ist einer. Sehr gut. Benutze die Feuerwehrleiter. Hebe die Zivilisten auf. Ist ja nicht so, dass wir da einfach nur rumstehen, der Typ. So, jetzt klettern wir die Leiter hinab. Wie kein Weg gefunden. Genauso wird es gemacht, damit hier eingeklemmt, ne, zwischen Sauerstoffflasche und Helm. So. Ein Zack. So, das mit dem Leute aufheben hätten wir gerade eben wissen müssen, ne? Das ist nicht so schlimm. Müssen wir das Ding jetzt kaufen? Wir betreten mal die Wache. Sich beim Boxen den Kiefer gebrochen. Rebell, eine Künstlerseele. Und Burns fühlt anderen auf den Zahn. Smokey, es geht dann nicht über eine Zigarette. Haariger Bärenliebhaber. Fehlt nur, dass er an Alien glaubt. Experte für Schaumpartys. Und sie sammelt Tierschädel. Die ist ja verstört. Die stellen wir, glaube ich, später mal ein. So. So, dann kaufen wir uns jetzt mal so ein Drehleiterfahrzeug. Gehen wir wieder raus. Genau, fahr doch mit Blaulicht zurück zur Wache. Spinner. Ach, wir können jetzt mal die Wache betreten. Gucken. So, anstellbares Personal ansehen. Sharon. Renoviert ihr Haus? Ich wäre gerne Detektiv. Den billigsten, oder? Hat eine Lavalampe auf einem Schreibtisch. Stimmt gut. Dann schauen wir den nochmal ein. Geschwindigkeit auf Leitern. Geschwindigkeit beim Türen öffnen. Ja, das ist gut. Nimmt der auch? Der kommt nämlich nicht auf den Leiter. Heilkraft bei Feuerwehrleuten. Ach.
muss ich denn jetzt noch irgendwie einem. So, verkaufen. Gut, muss anscheinend nicht. So, dann warten wir mal. So, die haben wir jetzt mal entsendet. Mal gucken, ob wir diesmal die Leute retten müssen können. Mach dir keine Sorgen, falls du die Mission nicht richtig abschließen konntest. Affirmative. Yes. So, zack. Affirmative. Understood. Spider. Feuerlöscher. Yes. Tada. Wenn ich gerade eben noch einer. Und entsenden. Sie fragen natürlich. Ach, die muss man auch reparieren. Habe ich doch gerade eben irgendwo richtig gesehen. Alter Schwede, jetzt geht's aber ab. Weißt du, dass das Löschfahrzeug bloß nicht dazu kommt, mal hier zwischendurch Pause zu haben. Unit reporting in. Understood. Affirmative. Traumhaft. So. Oh, schon wieder einer. Zweites davon, denke ich. Wir gucken mal, gleich gibt es ja bestimmt wieder ein Tutorial. Können wir wieder eine Pause machen? Und wir enden wie üblich. Yes, Spezialistenfahrzeug! Boah, jetzt da hinten auch, oder was? Wir brauchen eindeutig noch ein zusätzliches Kleinlöschfahrzeug.
Oh, ja, wir bilden eine Facebook-Gruppe. Unit reporting in. Affirmative. Okay, geht mit Hotkeys, geht mit Hotkeys. Sehr gut. Yes. Understood. Affirmative. Affirmative. Yes. So, sehr gut. Mit Hotkeys geht es jetzt auch. Tada, mittlerweile schaffen wir das in unter einer Minute. Traumhaft. Professionelle Feuerwehrmänner. Yeah, guck mal, unser Ansehen in der Stadt, das steigt und steigt und steigt, trotz dass wir mal einen Typen getötet haben zwischendurch. So. Wurde mal die Wache betreten. Fahrzeuglackier. So, repariert haben wir es auch. Und dann wollen wir doch mal hier und da. Kleinlöschfahrzeug entsenden und machen. Letzte Zeit kommt nicht mehr so eine Heulsusen-Scheiße wie: Die reagieren zu langsam! Alter Schwede. Der muss jetzt aber auch ganz außen rumfahren. Einen längeren Weg gab es leider nicht mehr. Newfort. Oh, super. Ich würde ja dieses Drehleiterfahrzeug dahin schicken. Aber das bringt, glaube ich, nichts. Komm, hopp, 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 hopp. So, komm, müssen wir starten hier. Ich weiß auch aus Emergency, wenn aus irgendwie so einem kleinen Brand auf einmal so ein riesen Scheiß wird. Kennt ihr das auch noch? Die löschen gerade auf jeden Fall zwei verschiedene Brände. Und wieder hinter. Tada! 1 Minute 10. Beste! Wir brauchen eindeutig einen zusätzlichen KLF. So, Mission starten. Unit available. Die Jungs, die haben echt überhaupt zwischendurch gar nichts. Understood. Die haben echt keine Zeit, sich mal auszuruhen. Affirmative. Understood. Affirmative.
Understood. Affirmative. Ich würde ja gleich gerne mal einen Brand so richtig aus Kontrolle gehen lassen. Aber jetzt gerade brauchen wir einfach mal Geld. Wir waren jung, brauchten das Geld. 42 Sekunden, es geht immer schneller, immer schneller. Und brauchst eine so. Okay, und wir können wieder unser kleines Löschfahrzeug losschicken. Bams. Was ist denn die Aufmerksamkeit? Ja, in sozialen Medien werden wir immer besser. Tja, so sieht das aus. Yeah. Und 39, 40, 41. Ach, schade. 44. Also, nicht, dass wir das hier alles jetzt gerade in Rekordzeit abfeiern. Wow. Anzahl der aktiven Ereignisse, keins mehr. Worum geht denn das Tutorial? Verwendung von trockenen Steigrohren zur Wasserzufuhr auf oberen Stockwerken. Ach du Scheiße. Ich bin ja dafür, wir holen uns erstmal ein neues kleines Löschfahrzeug. Anschleppbares Personal, ältliche Fahrzeuge, ältliche Werkzeuge. So. Da. Warum sollte man denn noch mehr kaufen? Sag mir lieber, wie ich den Ritter hier. Nee, ich will Lava, will ich doch haben. Wie ich Lava zum Auto hinzufüge. Okay. Fahrzeuglackierung ändern? Wie beknackt wäre das denn? Vielleicht. Warte. Nee. Gut, ins Drehleiterfahrzeug kommt einfach keiner, oder wie sehe ich das? Gut, ich sehe gerade auf der Uhr. Wir haben schon wieder. Oh ne, warte, das brechen wir hier ab. Wir speichern hier beim nächsten Fall, da machen wir hier diesen Riesenfall. Warte, wir drücken mal hier auf Pause.
Ja, die Feuerwache des Westbezirks bittet schon Hilfe beim Einsatz in ihrem Bezirk. Wir brauchen Feuerwehrmann, wir brauchen medizinische Ausrüstung, wir brauchen Zugang bei großer Höhe, wir brauchen elektrische Gefahrenquellen. Wir speichern hier. Wir sehen uns wieder in Episode 2. Ich speichere das hier, sonst guck mal. Nee, Quatsch, in Episode 3. Sehen wir uns wieder. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Öss und macht was aus eurem Tag. Ciao.